Eine Bootsfahrt auf dem kleinen Jasmunder Botten. Arrangiert für prominente Künstler und Kulturschaffende. Eingeladen von der politischen Hauptverwaltung der NVA zu einem Truppenbesuch an die Technische Unteroffiziersschule. Die Akademiemitglieder Dieter Noll und Professor Wolfgang Heinz gehörten mit zu dieser Delegation, die Generalleutnant Ernst Hampf, Stellvertreter des Chefs der PHV, herzlich begrüßte. Eine Fülle interessanter militärischer Informationen und Eindrücke sammelten die Teilnehmer bei Technikvorführungen sowie in den verschiedenen Ausbildungskabinetten der Lehreinrichtung. Zur Ausstattung der Technischen Unteroffiziersschule gehört eine moderne Druckerei. Sie fand die besondere Aufmerksamkeit der bildenden Künstler. Der rege Gedankenaustausch zwischen Künstlern und Soldaten, hier mit Dieter Noll, war für beide Seiten von Nutzen. Die Armeefilmschau nutzte die Gelegenheit zum Interview. Die Anregungen, die auf einen zukommen, sind natürlich außerordentlich groß und vielfältig und man wird geradezu herausgefordert, sich näher mit vielem zu befassen, was man hier gesehen hat. Dürfen wir Sie in diesem Zusammenhang nach Ihren weiteren schriftstellerischen Plänen fragen? Ich habe neulich schon in einem Interview mit Ihrer Wochenzeitschrift Volksarmee angedeutet, dass ich mich gern einmal mit den Fragen der Volksarmee auseinandersetzen würde und ich werde das ganz bestimmt in meinem Leben auch noch zu verwirklichen versuchen. Es ist großartig, in welchem breiten Umfang und mit fast wissenschaftlicher Akribie hier ausgebildet wird. Also wenn ich jung wäre, würde ich mir fast wünschen, das einmal zu machen. Schüler der Fachrichtung Militärmusik überreichten den Kulturschaffenden einen Strauß bunter Melodien. So konnten wir den Wettbewerbsinitiator der NVA über ein halbes Jahr beobachten. Ob bei der Fahrausbildung oder beim Taktikkomplex, stets erlebten wir den Kampf um Höchstleistungen in der Einheit Thieme. Zu Beginn des zweiten Ausbildungshalbjahres fragten wir den Kompaniechef nach einer ersten Bilanz. Bei der Führung des sozialistischen Wettbewerbes haben wir viele Erfahrungen gemacht. Als erstes muss man den Wettbewerb wirklich als echtes Mittel zur Erhöhung von Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft betrachten und darf den Wettbewerb nicht um des Wettbewerbs willen führen. Als zweite wichtige Erfahrung, die wir bei uns in der Einheit machen konnten, Wettbewerb muss immer auf der Grundlage gleicher Bedingungen geführt werden. Und entscheidend bei der Auswertung des Wettbewerbes sind für uns keine verbalen Einschätzungen, sondern entscheidend und als Grundlage des Wettbewerbes von Mann zu Mann zwischen den Kampfkollektiven bilden für uns prinzipiell entweder das Loch in der Scheibe oder der Zeiger der Stoppuhr.
Zusammenfassend kann man einschätzen, dass sich ein ausgezeichnetes Kampfkollektiv im Verlauf des Halbjahres herausgebildet hat. Ein Kollektiv, mit dem wir in der Lage waren, alle Aufgaben in der politischen und Gefechtsausbildung zu erfüllen. Zum Ersten ist es so, dass wir neue Soldaten haben. Wir haben auch neue Unteroffiziere, Panzerfahrer bekommen. Und es beginnt praktisch der gesamte Prozess der Kollektivbildung, der Kampf um die Erfüllung der Verpflichtung wieder von vorn. Und es erfordert von uns genau das gleiche Maß an Anstrengung, an Kraft, um alle Verpflichtungen, um unsere Aufgaben als Wettbewerbsinitiator zu erfüllen, wie das praktisch vor einem halben Jahr war. Wir sind trotzdem dort sehr zuversichtlich und wir werden am Ende des Halbjahres diese Aufgabe erfüllen und abrechnen. Einer der Neuen, Soldat Riedel. Für mich bedeutet das eigentlich doch was Besonderes, in der 5. Kompanie zu sein, weil das der Wettbewerbsinitiator ist. Und ich weiß, das sind die Besten. Und da werde ich eben auch mein Bestes geben, um das Kollektiv richtig einzusteigen, so wie man es von mir verlangt. Wünschen wir allen Genossen der Einheit Erfolg für die 2. Etappe des sozialistischen Wettbewerbes. Am Ende dieser 200. Ausgabe der Armee-Filmschau Impressionen von einer nicht alltäglichen Dienstreise. Gemeinsam mit dem Zentralen Orchester der Nationalen Volksarmee führte sie uns in den Berliner Tierpark. Nach ausgiebigem Bummel ein bereitwilliger Gesprächspartner, Professor Dr. Date. Der Tierpark Berlin wurde am 2. Juli 1955 eröffnet und damit speziell für die Berliner Bevölkerung ein Erholungsziel, ja ich darf sagen ein Erholungszentrum geschaffen. Auch viele Armeeangehörige haben in all den Jahren inzwischen den Tierpark Berlin besucht, sei es mit Kameraden, sei es auch mit Freundinnen oder mit ihren Familien. Kurz und gut, dieses Erholungszentrum ist vom ersten Tage an auch für die Armee interessant gewesen und wir haben eine außerordentlich gute Verbindung. Und vielleicht sollte man ganz besonders herausstellen, dass vom ersten Tag an auch viele Orchester unserer Streitkräfte im Tierpark Berlin gespielt haben. Es ist eine alte Tradition der Tiergärten, dass Militärmusik und Tiergarten zusammengehört. Und das ist auch hier, ich kenne das von meiner Leipziger Zeit her schon ganz gut, das ist auch hier im Berliner Tierpark fortgesetzt worden. Und der Zulauf, den diese Konzerte haben, durch die Bevölkerung, zeigt wohl am besten, welche Verbindung zwischen der Armee und damit dem Tierpark und damit der Bevölkerung überhaupt vorhanden ist.
Oberstleutnant Siegmund Jähn, der erste Deutsche im Kosmos, ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Über den Fliegerkosmonauten der DDR, der an der Seite des erfahrenen sowjetischen Kosmonauten Valeri Bykovsky an einem bemannten Raumflug teilnimmt, erzählt dieser Film. Der Flug ist ein historisches Ereignis im Leben des Volkes der DDR. Ein bedeutsamer Beitrag zur weiteren Stärkung des Bruderbundes mit dem Lande Lenins. Lebendig ist und bleibt das Vorbild des unvergessenen Juri Gagarin. Im Trainingszentrum, am Soyuz-Raumschiff. Zum wiederholten Male wird die Kopplung mit der bemannten Raumstation Salut 6 trainiert. Die Flugkandidaten haben täglich ein großes Übungspensum zu bewältigen, um das Interkosmos-Programm perfekt zu beherrschen. Schichtwechsel beim Training. Zum Flug zur Raumstation bereiten sich zwei Besatzungen vor. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, wer starten wird, denn nur eine Mannschaft wird fliegen. Valeri Bykovsky mit Siegmund Jähn oder Viktor Gorbatko mit Eberhard Köllner. Eine Besatzung wird das Double sein. Aber nicht sehr effektvoll machst du das. Oft wird gesagt, Kosmonauten sind eine große Familie. Das sind sie auch. Die Gemeinsamkeit der Aufgabe, die Übereinstimmung der Ansichten, die Harmonie der Beziehungen zwischen ihnen, ihren Frauen und Kindern bestätigen das. Die physischen wie die psychischen Belastungen der Weltraumflieger sind außerordentlich hoch. Deshalb gehören ständige medizinische Überwachung des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit der Flugkandidaten zum Alltag des Ausbildungsprogramms. Eberhard Köllner in der Trommel, einem speziellen Gerät zur Kontrolle der Gleichgewichtsorgane. Viktor Gorbatko, der bereits zwei Weltraumflüge absolviert hat, muss sich den ständigen Untersuchungen und Belastungsproben ebenso unterziehen wie die Kosmonautenkandidaten, die sich auf einen Erstflug vorbereiten. Siegmund Jähn und Eberhard Köllner haben sich mit großer Verantwortung allen Anforderungen der Vorbereitung auf den bemannten Raumflug gestellt. In der Zentrifuge. Sie hilft, die Grenzen menschlicher Belastbarkeit zu erforschen. Die Raumfahrt fordert den ganzen Menschen. Thank you.
Kosmonautentraining ist Schwerstarbeit. Unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit zu arbeiten, zu leben und sich zu bewegen, will ebenso gelernt sein wie das Laufen zu ebener Erde. Kosmonautentraining bedeutet auch, auf alle möglichen Situationen vorbereitet zu sein. So werden im Schwarzen Meer auch Wasserlandungen geprobt. Beide Kosmonautenkandidaten aus der DDR haben ihren Auftrag zur Vorbereitung auf einen Weltraumflug in jeder Weise erfüllt. Kosmonauten kommen vorwiegend aus der großen Familie der Flieger. Auch Sigmund Jähn und Eberhard Köllner sind mit schnellen Maschinen über 1000 Flugstunden in große Höhen aufgestiegen und haben schon oft die Schallmauer durchbrochen. Mit der fliegerischen Tat im Kosmos setzt unser Fliegerkosmonaut fort, was deutsche Flugpioniere vollbracht und zur Entwicklung der internationalen Luftfahrt beigetragen haben. So Otto Lilienthal, der 1894 als erster Mensch mit einem Flugapparat frei geflogen ist. So Hans Grade, der 1909 das erste deutsche Motorflugzeug erbaute und erprobte. Der alte Menschheitstraum vom Fliegen begann sich zu verwirklichen. Mit seiner Mission im All setzt unser Fliegerkosmonaut jene deutschen Entdecker- und Forschertraditionen fort, die auf humanistische Ideale und gesellschaftlichen Fortschritt ausgerichtet sind. So das Werk des Johannes Kepler, der die elliptischen Planetenbahnen entdeckte. Die Leistung des Otto von Guericke, berühmt geworden mit der Magdeburger Halbkugel. So die Verdienste eines universalen Wissenschaftlers wie Gottfried Wilhelm Leibniz. Auch die Gebrüder Alexander und Wilhelm von Humboldt. Der Schöpfer der Grundlagen der Quantentheorie Max Planck. Und einer der größten Wissenschaftler der Neuzeit, Albert Einstein. Wie die Genien der Menschheit Karl Marx und Friedrich Engels stehen in der Tradition, die im ersten sozialistischen deutschen Staat bewahrt und fortgeführt wird. Professor Dr. Hermann Klare, Präsident der Akademie der Wissenschaften der DDR, empfing die Glückwünsche, als das 250-jährige Bestehen dieser Wirkungsstätte weltweit anerkannter Kapazitäten begangen wurde. Die kosmische Forschung und Entwicklung für den Raumflug haben eine neue Periode des fruchtbaren Wirkens der Akademie eingeleitet. Die Verleihung der Leibniz-Medaille an Valery Bykovsky und Wladimir Aksjonow nach dem Flug von Soyuz 22 im Jahre 1976 ist Ausdruck der engen Zusammenarbeit UdSSR-DDR im Interkosmos-Programm der Sozialistischen Staatengemeinschaft.
Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates Erich Honecker informierte sich in Anwesenheit des Botschafters der UdSSR in der DDR, Pjotr Abrasimov, in einem herzlichen Gespräch mit sowjetischen Kosmonauten, mit Mitgliedern des Politbüros und Professor Hermann Klare über die gelungenen Experimente mit der Multispektralkamera. Die Partei und Staatsführung der DDR hat der Wissenschaftsentwicklung und der Vorbereitung des bemannten Weltraumfluges stets größte Beachtung geschenkt. Der gemeinsame Raumflug UdSSR-DDR bestätigt, dass in der Heimat von Marx und Engels die revolutionären, progressiven und humanistischen Ideen der deutschen Geschichte bewahrt und verwirklicht werden. Die Deutsche Demokratische Republik ist das Werk mehrerer Generationen. In drei Jahrzehnten hat das ganze Volk, geführt von der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Partei, das Dasein im Zeichen des Sozialismus umgestaltet. Soziale Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte sind für alle Werktätigen gewährleistet. Die ersten drei Jahrzehnte der Deutschen Demokratischen Republik haben in der vielhundertjährigen Geschichte der Deutschen ein im wahrsten Sinne des Wortes neues Buch geschrieben. Mit seiner historischen Tat erweitert und bereichert der Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn diese traditionsreiche Geschichte. Sigmund Jähn stammt aus Rautenkranz im Vogtland. Hier wurde er am 13. Februar 1937 geboren. Der Vater, Paul Jähn, Sägewerksarbeiter, hat Zeit seines Lebens schwer gearbeitet. Die Mutter, Dora Jähn, seit vielen Jahren leidend, kann die Tat ihres Jungen nur vom Krankenlager aus wahrnehmen. Seinen Eltern fühlt sich Sigmund in Dankbarkeit verpflichtet. Sie haben in schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren alles für ihren Sohn getan. Aus dem Arbeiterjungen wurde ein fleißiger, wissbegieriger Schüler. Lehrer Erhard Böhm erinnert sich. Der Sigmund ist mir in einer Szene noch sehr deutlich in Erinnerung. Sigmund war sehr interessiert gewesen und stellte gerne Fragen. Das ist etwas, was man dir als Lehrer gerne in Erinnerung behält, wenn ein Schüler Fragen stellt. Diese Zeit damals war ja auch dazu angetan, dass die Kinder viel wissen wollten. Es war eine Umbruchszeit. Es war die Zeit der Geburt des ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaates, die zum geschichtlichen Wendepunkt im Leben des deutschen Volkes und Europas wurde. Damals war Sigmund 12 Jahre alt. Die starken Bindungen zur Familie und zur Arbeiterklasse prägten sein Denken schon in frühester Jugend. Sie bestimmten seine Haltung in Schule und Pionierorganisation. In Klingenthal war Sigmund Lehrling. Dort arbeitete er auch als Buchdrucker. Folgerichtig entschied sich der 18-Jährige während des FDJ-Aufgebotes 1955, den Dienst in den bewaffneten Organen des jungen Arbeiter- und Bauernstaates aufzunehmen. Sigmund Jähn wurde Soldat. Sein Ziel war der Offiziersberuf. In der Nationalen Volksarmee konnte er seinen Wunsch, Jagdflieger zu werden, verwirklichen. ...1958, nach erfolgreichem Abschluss der Fliegerschule, war er Flugzeugführer in einem Jagdfliegergeschwader der Luftstreitkräfte. In dieser Zeit heirateten Sigmund und seine Frau Erika. Ihre Kinder Marina und Grit. Noch einmal sein ehemaliger Lehrer. Wenige Jahre später hatte ich ihn als Jugendstückenleiter.
eingeladen, vor unseren Schülern einmal Gesprächspartner zu sein. Wir haben das mit mehreren Schülern getan. Siegmund kam sehr gerne und er sprach dann vor den Schülern. Er überraschte durch seine Schlichtheit, das ist das ja immer wieder, was mir, meiner Familie und auch allen, die ihn kennen, so sehr gefällt. Dann absolvierte Siegmund Jähn ein militärwissenschaftliches Studium in der UdSSR. Oberstleutnant Grabe erinnert sich. Ich habe gemeinsam mit Siggi Jähn, das kann ich wohl so sagen, 4 Jahre an der Militärakademie Juri Gagarin studiert. Dabei konnte ich feststellen, dass er sehr intensiv sich die moderne Militärwissenschaft aneignete. Aber das war nur die eine Seite. Darüber hinaus zeigte er sehr großes Interesse für die geistig-kulturellen Probleme unserer Zeit. Wir waren gemeinsam im Bolschoi-Theater oder besuchten Kulturveranstaltungen im Kremlpalast. Dabei fiel mir auf, dass er sehr begeisterungsfähig ist. Diplom und Gruppenfoto mit den sowjetischen Lehrern. Dokumente der Waffenbrüderschaft. Vater Paul Jähn über seinen Sohn. Wie soll ich sagen, der ist in Ordnung. Das ist ein griechischer Kerl. Das habe ich mir nie träumen lassen. Dass das so ein dichter Kerl wird. Wie war er denn als Kind? Doch, genau so. Der war dicht, viel gelernt, wenn er was war. Hier, Simon war da. Ne? Da ging gern in den Wald mit den Kollegen. Das war sein Hobby. Wald schießen, da wollte Förster werden. Ne? Ja. Aber das ging, das hat nicht geklappt damals. Und wie war in der Schule? Nur einmal dichtig. Da hatte die besten Zensuren. Nur die besten. Ich habe mir den einen Satz gemerkt, da stand drauf, als letztes, Siegmund ist der Klasse weit voraus. Ne, das ist allerhand. Ja, 1976 wurde Siegmund Jähn in den Kreis der Kosmonautenkandidaten aufgenommen. Generalleutnant Reinhold, Stellvertreter des Ministers für nationale Verteidigung und Chef der Luftstreitkräfte Luftverteidigung, mit dem Militärarzt Oberst Dr. Hase und Oberstleutnant Siegmund Jähn. Ja, für den Genossen Jähn, Genosse General, lässt sich auf jeden Fall sagen, dass er sich in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung befindet. Er hat jede ihm bietende Möglichkeit genutzt, um seinen Trainingszustand zu verbessern. Und auch die medizinischen Untersuchungsergebnisse zeugen davon, dass er sich in einer sehr guten körperlichen Verfassung befindet. Naja, wir kennen ja einen Genossen Jähn genauso, ja, dass er alle Dinge so anfasst, dass er sie bis zu Ende führt und mit Konsequenz das Letzte gibt, was er geben kann. Ja, ich bin auf jeden Fall bestrebt, das so zu tun. Was sagt nur Ihre Frau dazu? Nur meine Frau hat das nicht erwartet, dass mir so eine Aufgabe gestellt werden könnte. Gleichzeitig sind wir auch in bestimmten Maße stolz. Im ersten Moment war ich überrascht. Aber trotzdem ist man ja stolz etwas darauf. Und ich weiß, dass ich ihn bei dieser Aufgabe unterstützen muss. Die Familie hat Siegmund Jähn in allen Jahren der Armeezeit beim Wechsel von Garnison zu Garnison stets verständnisvoll unterstützt. In unserer Ausdruck Arbeit wieder kriegt. Im Inhalt habe ich eine 1, im Ausdruck habe ich auch eine 1 und in Grammatik rechtschreiben habe ich eine 2. Habe ich was vergessen gehabt. Siegmund Jähn, Flugzeugführer erster Klasse, gehört seit 1955 der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an. Oberstleutnant Lange. Er hat seine Aufgabe, die Fliegerei, sehr ernst genommen, hat dabei auch mir geholfen als Flugschüler. Er wurde, nachdem wir die Fliegerschule verlassen hatten, mein Vorgesetzter, indem er die Aufgabe bekam, als Politstellvertreter zu arbeiten. Und hier achte ich besonders, dass er zielgerichtet seine Aufgaben erfüllt hat, dass er nie überheblich geworden ist. Und Oberst Büttner.
Ich kenne den Genossen Oberstleutnant Jähn seit nunmehr 18-jähriger Tätigkeit, habe ihn in gemeinsamer Arbeit schätzen gelernt. Schätzen gelernt als einen typischen Offizier unserer sozialistischen Armee, der unserer Partei treu ergeben ist, ein vorbildlicher Offizier. Und ich möchte betonen, er ist ein hervorragender Militärspezialist, beherrscht sein Waffenhandwerk, das Fliegen auf modernen Überschalljagdflugzeugen bis zu ihrer Leistungsgrenze. Der zuverlässige Schutz des sozialistischen Vaterlandes steht im Blickpunkt der Partei und Staatsführung der DDR. Genosse Erich Honecker mit Mitgliedern des Politbüros sowie hohen Generalen und Offizieren bei einem Truppenbesuch. Die sozialistische Armee ist nicht nur eine Schule der militärischen Meisterschaft, in ihr formen sich Soldaten und Offiziere, Söhne der Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes zu sozialistischen Persönlichkeiten. Zwei von vielen, die Oberstleutnante Sigmund Jähn und Eberhard Kölner. Sie erhielten aus der Hand des Mitglieds des Politbüros und Ministers für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Hoffmann, die Auszeichnung verdienter Militärflieger der DDR. Und besondere Verdienste in der fliegerischen Tätigkeit zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Kino Deutschen Demokratischen Republik. Genosse Kölner, Ihnen habe ich ebenfalls den Titel verdienter Militärflieger der DDR zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch. Kino Deutschen Demokratischen Republik. Seit Mitte der 60er Jahre ist die DDR, vertreten durch ihre Akademie der Wissenschaften, am Interkosmos-Programm beteiligt. Damit ermöglicht die Sowjetunion den sozialistischen Bruderländern, kosmische Forschung zu betreiben. Der Weltraum, der durch den Zustand der Schwerelosigkeit immer mehr zu einer idealen Experimentierwerkstatt wird, gestattet es auch den Wissenschaftlern der DDR, die Raumfahrt zu nutzen, um neue Erkenntnisse für spätere industrielle Anwendung zu gewinnen. Der Direktor des Instituts für Elektronik der Akademie der Wissenschaften, Professor Dr. Hans-Joachim Fischer. Eine Delegation aus Wissenschaftlern der Deutschen Demokratischen Republik nimmt hier in Prag an der diesjährigen Arbeitstagung Kosmische Physik teil und berichtet über den Anteil, den die DDR am gemeinsamen Forschungsprogramm hat. So war unlängst in der COSPA in Innsbruck auch die MKF-6, die jetzt an Bord von Salut ist, und die Arbeiten zur Materialwissenschaft Gegenstand internationaler Diskussion. Hier in unserem Kreise werden wissenschaftliche Probleme erörtert. Es werden Pläne für die nächsten Jahre gemacht, wie unsere Forschungsorganisation weiterarbeiten wird. Und es wird beraten, in welchem Maße die DDR mitarbeitet. Es lässt sich feststellen, dass wir ein geachteter Partner in dieser Kooperation sind. Und wir wünschen der gesamten Interkosmos-Familie, wie ich es nennen möchte, weitere Erfolge bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des kosmischen Raumes zum Wohle des Menschen und für die Anwendung in der Volkswirtschaft. Eine neue Entwicklung, die unser Fliegerkosmonaut mit in das Weltall nimmt, stellt Dr. Niehoff vor. Das Altimeter, was wir hier mitgebracht haben, ist eine Entwicklung des VLB Positronic. Der Betrieb stellt schon seit über 30 Jahren derartige Altimeter her. Und wir haben jetzt die besondere Aufgabe gehabt, für den besonderen Einsatz im Kosmos dieses spezielle Gerät zu entwickeln. Mit diesem Spezialgerät vom Typ Elbe lassen sich unter Weltraumbedingungen Gehörschwellen für Töne bestimmter Frequenzen ermitteln. Wir haben also schon eine langjährige Erfahrung, das sagte ich schon, im Bau von Altimetern. Aber wir sind gerade in der Entwicklung eines neuen Altimeters, auch mit Batteriebetrieb und in ähnlichen Parametern. Und wir haben hier eine ganze Menge dazugelernt, was die mechanische Festigkeit anbelangt, aber auch was die Bedienfunktion anbelangt. Und wir werden diese Dinge mit Sicherheit in die Entwicklung des neuen Gerätes einfließen lassen. Immer größere Bedeutung gewinnt das Studium der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur. Die Erkenntnis des Einflusses der menschlichen Tätigkeit auf die natürliche Umwelt und die Bestimmung von Maßnahmen zu ihrer Veränderung im Interesse des Menschen. Diesen Zielen dient auch die Fernerkundung der Erde.
zu der die DDR-Wissenschaft und der VEB Carl Zeiss Jena in Gemeinschaftsarbeit mit sowjetischen Spezialisten einen bedeutenden Beitrag mit der Entwicklung der Multispektralkamera MKF-6M geleistet haben. An der Realisierung des umfangreichen und vielseitigen Interkosmos-Programms wird in den Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR tatkräftig mitgearbeitet. Im Institut für Elektronik der Akademie. Forscher und Techniker aus der DDR, aus der UdSSR und aus der Ungarischen Volksrepublik bei gemeinsamer Arbeit für das Interkosmos-Weltraumprojekt. Der Raumflug, die Beherrschung der Technik des Raumschiffes und die theoretische wie praktische Kenntnis aller Bordexperimente stellen höchste Anforderungen an die Qualifikation der Kosmonauten. Erfahrene sowjetische Raumfahrtspezialisten stellen ihr Wissen zur Verfügung. Kosmodrom. Die sowjetische Raketentechnik hat mit ihren Trägersystemen wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg des bemannten Raumfluges geschaffen. Der Start eines jeden sowjetischen Weltraumschiffes ist ein neuer Beitrag zur friedlichen Erforschung und Nutzung des Kosmos und der Erde. Seit Juri Gagarins erster Erdumkreisung 1961 sind noch keine zwei Jahrzehnte vergangen. Inzwischen hat sich die Kosmonautenfamilie von Jahr zu Jahr erweitert, sind die Bedingungen des Aufenthaltes im Weltall vielfach erprobt. Inzwischen ist aus der sowjetischen Kosmonautenfamilie eine sozialistische Interkosmonautenfamilie geworden, zu der auch die DDR gehört. Dezember 1976 im Sternenstädtchen bei Moskau. Damals begann die persönliche Freundschaft zweier Kommunisten. Valeri Bykowski und Sigmund Jähn am Juri Gagarin-Denkmal. Gemeinsame bemannte Weltraumflüge sind Ausdruck der Kraft und Stärke des Sozialismus. Sie beweisen, dass sich die Ergebnisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im Sozialismus zum Nutzen der Menschen vervielfachen. Dass ein Land wie die DDR vom hohen Stand der sowjetischen Wissenschaft und Technik partizipiert. Eine historische Freundschaft bewährt sich auf der Erde wie im All. Aus zwei Partnern ist ein Paar geworden. Eine Mannschaft, eine Besatzung, die sich in jeder Beziehung versteht. Ein kommunistisches Kollektiv. Das originalgetreue Trainingsmodell der Orbitalstation Salut 6 in der Halle des Ausbildungszentrums. Seit dem 29. September 1977 ist eine solche Station auf einer Umlaufbahn um die Erde, besucht von bemannten Raumschiffen und Raumtransportern. Zwei Besatzungen bereiten sich vor.
eine wird zur Raumstation fliegen. Das Double wird den Flug der Genossen als Konsultant des Flugleiters im Flugleitzentrum verfolgen. An Bord der Salut 6 befindet sich auch die Multispektralkamera MKF-6M des VEB Carl Zeiss Jena zu Zwecken der Fernerkundung der Erde. Dieses Kamerasystem aus 4000 mechanischen Einzelteilen, 150 Integralschaltungen und 50 elektronischen Leiterplatten ermöglicht es, die Aufnahmeobjekte in 6 verschiedenen Spektralbereichen zu fotografieren. Valery Bykowski und Sigmund Jähn über ihre Aufgabe. Перед нами стоит общая задача вместе экипажем готовиться. Vor uns steht die Aufgabe, uns so vorzubereiten, dass wir das Gesamtprogramm des Fluges beherrschen. Und deshalb bemühen wir unser ganzes Wissen, damit der Flug ausgezeichnet vorbereitet ist. Die Vorbereitung ist nicht einfach. Man muss viel wissen, beherrschen und viel können. Besonders wichtig ist der genaue Ablauf des Fluges. Deshalb sind auch so viele Experimente nötig. Notwendig ist auch, sich persönlich gut auf den Start vorzubereiten, sich in allem freundschaftlich von Freund zu ergänzen. Nun, bei uns läuft alles normal und wir streben noch bessere Leistungen an. Und welcher Meinung bist du? Er kennt die Kamera sehr gut. Er weiß, hat sehr große Erfahrungen in vorangegangenen Fliegen. Und ich habe bisher immer einschätzen müssen, dass ich einen besseren Kommandeur gar nicht finden könnte. Ihm ist Russisch zur zweiten Sprache geworden. Sie sehen das ja selbst, die Station ist unheimlich kompliziert, das Raumschiff dazu. Es ist nicht einfach, aber mit einer derartigen Hilfe kein Problem. Na, Probleme werden auftreten, aber mit ihnen fertig zu werden, ist unsere Aufgabe. Sigmund Jähn und Valery Bykowski sind ein gutes Gespann. Der Arbeiterjunge aus dem Vogtland, junger Pionier, FDJler, Pionierleiter, Soldat und Offizier der Nationalen Volksarmee, Militärflieger, Militärwissenschaftler, Genosse Sigmund Jähn. Mit seinem Weltraumflug setzt er die besten deutschen Entdecker- und Forschertraditionen fort. Er widmet seinen historischen Flug dem 30. Jahrestag der DDR. Er erfüllt damit seine patriotische und internationalistische Pflicht ganz im Sinne des Fahneneides, den er geleistet hat. Sein Handeln ist eins mit den millionenfachen Arbeitstaten der Bürger der DDR zur Stärkung ihres sozialistischen Vaterlandes. Dieser Flug an der Seite erfahrener sowjetischer Fliegerkosmonauten wurde möglich dank bedeutender Anstrengungen großer Kollektive von Wissenschaftlern und Forschern, von Kommandeuren und Soldaten, von Arbeitern und Technikern. Dieser erste Weltraumflug eines Deutschen ist aber vor allem die persönliche Leistung unseres Fliegerkosmonauten Sigmund Jähn. Eine große Tat für den Frieden.